Heute findet im Plenum des Europäischen Parlaments wieder einmal eine Debatte zur Situation der Medien in Ungarn und Polen statt. Auslöser für die heutige Debatte ist zum einen das Gesetz in Polen zur zusätzlichen Besteuerung der Werbeeinnahmen privater Medien und zum anderen die Verweigerung der Betriebslizenz für den unabhängigen ungarischen Radiosender Club Radio aus fadenscheinig administrativen Gründen. Die polnische Steuer auf die Werbeeinnahmen des unabhängigen Mediensektors ist getarnt als eine Art Solidaritätszahlung, die helfen soll, die öffentlichen Kosten der Corona-Pandemie zu decken. Trifft allerdings völlig einseitig und einzig nur die privaten Medien. Was zunächst trivial klingen mag, ist sicherlich viel mehr als das. Hier geht es um nicht weniger als Pressefreiheit, Medienpluralismus und die zentrale Rolle, die eine unabhängige Presse für gesunde, funktionierende Demokratien hat. Die Entscheidungen um Clubradio in Ungarn und die unfaire Besteuerung der privaten Medien in Polen sind nur die jüngsten in einer langen Reihe von Beispielen für die Bemühungen dieser Regierung, die Kontrolle über die Medienlandschaft zu übernehmen. Es scheint, dass die Entscheidungen dem Zweck dienen, alle kritischen Stimmen unter dem Deckmantel der Rechtmäßigkeit zum Schweigen zu bringen und so immer mehr staatliche Kontrolle über die Medienlandschaft zu erlangen. Freie und unabhängige Medien spielen für unsere Demokratien eine ganz wesentliche Rolle. Sie haben die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren und Entscheidungsträgern die öffentliche Meinung kundzutun. Und darüber hinaus wirken sie durch Kontrolle und Kritik auch an der Meinungsbildung mit. Lassen Sie mich ganz klar werden, wenn die Medienlandschaft von der Regierung des jeweiligen Landes kontrolliert wird, kann sie dieser Informations- und Überwachungsfunktion unabhängig nicht mehr nachkommen. Im Gegenteil, sie kann dazu benutzt werden, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und zu manipulieren. Medienfreiheit und Medienvielfalt sind Grundprinzipien der Europäischen Union, die leider seit einigen Jahren von einigen europäischen Ländern mit Füßen getreten werden. Sei es das Bestreben der Regierungen in Polen und Ungarn mit fadenscheinigen Begründungen Kontrolle über die Medienlandschaft zu erhalten oder die furchtbaren Attacken auf Investigativjournalisten in Malta und der Slowakei, wo diese Beziehungen zwischen herrschenden Politikern und der Mafia öffentlich zu machen drohten. In Ungarn und Polen scheint es, dass die Regierungen die Medien aktiv daran hindern, ihre essentielle demokratische Funktion zu erfüllen. In Europa haben wir die Pflicht, aktiv zu werden und unsere Grundprinzipien wie die Meinungsfreiheit, die geistige Freiheit und die Pressefreiheit zu verteidigen. Unsere Grundfreiheiten sind in den EU-Verträgen verankert und bilden unsere gemeinsamen Werte. Diese sind die Basis unserer Europäischen Union. Wenn das von unseren Partnern nicht respektiert wird, ist das inakzeptabel. Wir haben Instrumente, unsere Freiheit zu verteidigen, also müssen wir auch von ihnen Gebrauch machen.